So, dann herzlich willkommen zum Live Trading TV von JFT Brokers. So, es ist ja mal wieder Zeit, dann, weil der DAX einige Punkte angestiegen ist, wollen wir heute zunächst auf die Top 7 Aktien schauen, die wir jetzt letzte Woche vernachlässigt haben, die anzuschauen. Da nur bei BMW ein Setup lief und bei Puma und bei Morphosis, das lief ja schon länger. Und da aber der DAX eben ein oberes Ziel erreicht hat heute früh, wollen wir auch mal die Aktien anschauen. Also eine Bayer AG ist hier auch wieder an dem EMA 200 dann abgeprallt. Einfach nur einen kurzen Schnelldurchlauf. Die Daimler Aktie ist an der Unterkante des Rainbows angelangt und auch mehr oder weniger erstmal hatte ihren Kopf gestoßen. Die Airbus-Aktie hatten wir ja schon hier verkauft, ist aber hier ganz klar der Outperformer schlechthin dann gewesen, ist über den EMA 200 im Tageschart angestiegen und ja, kann hier aber jetzt auch ein Ende finden an einer horizontalen Widerstandslinie. Die Allianz-Aktie ebenfalls jetzt im Wochenchart an die Unterkante und an die Wolkenunterkante angekommen. Die Siemens-Aktie ist eher keinen besonderen Widerstand. Vielleicht hier dann auch der EMA 200 und der SMA 200. Aber gerade der SMA 200 ist jetzt nicht unbedingt, den ich so arg beobachte. Den habe ich damals nur dazu geschalten, um noch neue Anhaltspunkte zu finden. Die SAP-Aktie kommt hier an die Wolkenunterkante und BASF-Aktie ist auch eher wie die Siemens-Aktie nicht impulsiv, sowieso nicht gelaufen und ja, ist jetzt nicht an besonderen Widerstand hingekommen. Nee. Die Deutsche Telekom-Aktie, da ist dann hier der SMA 200. Tatsächlich vielleicht eine, da ist er hier einmal rangelaufen, hier nicht drüber gekommen und auch hier möglicherweise gibt es jetzt hier eine Umkehrkerze. Also eben nur kurz den Überblick von den 7 großen DAX-Aktien, sind fast jeweils an einer wichtigen Schaltstelle angekommen und wenn man das jetzt hier mit dem Setup von heute oder vom Wochenende vergleicht, war hier noch ein Beitrigger, den ich ja persönlich jetzt ausgelassen habe, aber analysetechnisch war eben ein Anstieg bis etwa 9.860 halt möglich. Angestiegen ist dann der DAX bei 9.340, hat eine kleine Kehrtwende hingelegt. Aber wenn man jetzt die Aktien anschaut, ist es eben auch kein Wunder, dass jetzt hier erst einmal der DAX nicht weiterkommt. Da jetzt hier die zwei Szenarien komplett aufgegangen sind, habe ich jetzt noch sowieso noch kein neues und so einfach ist es dann auch nicht, sowas dann zu finden, was dann vielleicht wirklich auch wieder zu 100% passt. Dass jetzt hier eben noch ein Rücklauf wieder an die 9.650 vielleicht stattfinden kann, aber eher wird vielleicht der DAX bei 9.700 nochmal nach oben drehen. Ob er natürlich dann die 9.860 noch erreicht, ist fraglich, denn auch beim Dow Jones Index liegt dann hier bei 17.000 eben auch eine wichtige Widerstandslinie. Die obere Trendlinie hat er jetzt nicht mehr ganz erreicht. Hier wurde man ausgestoppt. Aber das wissen die treuen Zuhörer schon. Hier eingestiegen, Teilgewinne hier mitgenommen, Restposition hier oben hin. Und trotzdem, dass ich an dem Setup festgehalten habe, ist sogar ein kleiner Gewinn sogar noch rausgesprungen. Zu den Setups im
Im Forex-Bereich sind jetzt die gerade der kanadische Dollar sind tatsächlich jetzt komplett in den ausgemachten Kaufbereich hier eingedrungen. Hier wurde schon zwar oberhalb gekauft, allerdings war jetzt hier, wie man jetzt auch hier sieht, ich ändere ja die Charts nicht mehr, ist der Kaufbereich zwischen den beiden Fibonaccis gewesen und auch im Text erwähnt, dass es hier dazwischen höchstwahrscheinlich eine Trendwende dann eingeleitet wird und wie man jetzt hier sieht, zwei, ja, erstmal die Kerze, die fast den unteren Bereich erreicht und heute ein kleines Reversal erstmal einleitet. Aber dafür sollte der Tag natürlich auch im Plus natürlich enden, um von einem Reversal bzw. auch wirklich von einer Umkehr dann zu sprechen im US-Dollar, kanadischen Dollar war hier auch eine Marke, schon sehr lange eingezeichnet, seit dem 17.02., also gut 2 Wochen. Und hier ist jetzt tatsächlich auch wieder der EMA 200 absolut angelaufen worden, verteidigt worden. Heute wie jetzt auch im Euro-kanadischen Dollar, eine kleine bullische Kerze. Die sollte natürlich ausgebaut werden und im Idealfall soll er dann heute über 1,3530 dann schließen. Das waren jetzt die wichtigen Setups im australischen Dollar. US-Dollar war nach dem Short, wo man eigentlich auch fast optimal ausgestiegen ist, bin ich nicht auf die Gegenseite gegangen. Hier ist weiter. Und da warte ich jetzt aber schon einen Bruch auf Tagesbasis ab von dieser Marke. Also entweder die 0,3280 oder die 0,730, 0,730. Also wenn das jetzt hier signifikant darüber geht, per Tagesschlusskurs, sollte sich hier wirklich deutliches Kaufinteresse, sollte der Markt zeigen. Noch ein Setup, was auch noch lief, ist Pfund gegen Yen. Wurde man hier eingestoppt, der Rücklauf wurde so prognostiziert, der Stopp liegt dann auf dem Ziel und im Hoch waren es ja nicht ganz 150 Pips. Aktuell sind es knapp 100 bzw. 80. Ja, ich werde hier den Stopp einfach auf Einstand legen. Dann wird man sehen, ob man ausgestoppt wird oder ob das Ziel eben oben noch erreicht wird. Aber dazu werde ich auch noch meinen Stream-Beitrag dann bringen. Noch einen kurzen Blick eben auf die Morphosis. Die hat gute Zahlen oder beziehungsweise bessere Zahlen als erwartet herausgebracht. Höchstkurs war jetzt hier 41 Euro. Von analysetechnisch wäre hier schön gewesen, direkt auf 44 vielleicht durchzustarten. Eingestiegen war hier bei 36,80 der Einstiegskurs. Also gut 8, 7, 8% im Plus. Das lasse ich erstmal so. Die BMW-Aktie sollte jeder, der jetzt hier investiert ist, hier wurden Teilgewinne mitgenommen. Und hier wäre jetzt für mich, ja, ging halt leider nicht ganz an die 81,50 hin. Allerdings sollte man hier jetzt nicht unbedingt ganz auf das Kursziel sowieso pochen. Und da werde ich auch noch einen Stream-Beitrag bringen, wann man hier möglicherweise ideal rauskommen kann. Das war's, danke fürs Zuhören und bis später.